Und damit herzlich willkommen zurück zu Witcher 3. Ich bin euer Firbo und es hat was gebracht. Wir können endlich handeln. Hier ist nämlich ein Händler. Der lauscht auch direkt hin und hoffentlich kriegen wir was Tolles. Bzw. kriegen wir unseren Scheiß verkauft. Dann müssen wir hier hochkommen. Zack, hallo Kaufmann. Oha, ich bin nicht interessiert an dem Schrott, den du anschleppst. Pff, Bitch, please, von dem Schrott träumst du doch nur. Wir ein wenig. Weißt du, der labert mir was von Schrott. Komm auf Stay, ja, der hat nur Schrott. Ah, das Bücher, die wir noch nicht kennen. Okay. Die Bücher kaufe ich mir mal mit ein. So, du hast 600. Dann gebe ich einfach mal hier alles, was ich habe. Zack. Zack, zack, zack. Dü-dü. Ist mal so den Blink-Kram hier verkaufen, würde ich sagen. Ich einfach nur ein bisschen leichter bin. Okay, das kostet einfach 200, ich werde lol. Kann ich auch nicht verkaufen, das kann ich auch nur verkaufen. 12, 21. Mann, so viel, so krass bist du jetzt auch nicht, Typ, Alter. Dass du mir alles hier aufkaufen könntest oder so, ne? Richtig Enttäuschung, ey. Also diese Rüstung dort, diese mittlere Rüstung, die will ich nicht anziehen. Höchstens unsere Rex-Rüstung wir später anziehen. So, wie noch irgendwas. Dann können wir das hier noch nehmen. Zack. Und schön hat der Wichser kein Geld mehr. Zäh. Immer diese Opfer, was die kein Geld haben. Wir haben den 21.000 haben wir schon wieder. Nice. Das finde ich doch schon mal gut. So, wir müssen das frei machen. Lalala. Dü, dü. Du. Viel Mutagene wir haben einfach. Ich kann aber auch meinen für alle irgendwie nicht. Das ist total bescheuert. Kann ich den Twitch alle verkaufen? Irgendwo habe ich wieder eins übersehen. Du. Da. So, das ist das einzige, was ich übersehen habe. Okay. Du. Egal, so, die Bücher noch. So, gut. Dann, jawohl. Dann gehen wir mal die Bücher lesen. Nur das. Könnt ihr euch wieder durchlesen, ne? Einmal. Und zweimal. So. Was haben wir denn hier noch jetzt nicht gesehen gehabt, frage ich mich. Man, da fehlt uns nur ein einziges Ding, könnten wir nicht weitermachen, aber. Nö, das kriegen wir einfach nicht. Mann. Ich sehe hier echt nicht, welches es ist. So. Jetzt haben wir es irgendwie recht. Okay, gut. Ja, vielleicht noch mehr Händler hier in der Stadt. Würde ich mir zumindest wünschen, aber ne, haben wir schon mal nicht. Cool. Dann gehen wir halt erkunden und auf weitere Händlerreise. Was hat die denn? Na, na, hast du ihm den Kopf abgeschlagen? Ein Pferd. Pferd, jetzt kommt er mal. Pferdchen, komm, werd das mal weg von mir spawnt. Okay, sind wir schon wieder da. Bald bist du dran, keine Sorge. Angriff! Skorpions! Oh, die haben Bögen. Auge um Auge. Verdammt! Blut! Blut! Ach, ihr wart Blut. Okay, dann nehmen wir jetzt mal die. Junge, du gehst mal auf den Sack. Komm. Lass der Stift auf den Strand. Sterben einfach alle nicht dran. Guck mal hier, von das Strötchen. Oh. Er hat mich ausgetrickst. Bumm. Tja, lass mich einfach so verrecken.
Erstmal die Kiste hier. So. Was habt ihr denn hier Schönes gehabt? Ja? Irgendwie nichts Tolles mehr. Okay, da sind noch zwei. Hab ich aber Kaninchen getötet? Ja, die kann ich aber nicht looten. Hä? Ich bin verwirrt. Egal. Ich kann einfach die Kaninchen nicht aufheben, die tot sind. Hey, das ist ein Händler. Und da ist noch was zum Erkunden. Ich muss den Pass da hochlaufen. Ne? Dann brauche ich nicht gehen. Dann ist das mein nächstes Ziel. Guck mal, hier so ein bisschen. Pferd. Wo bist du? Komm her. Da vorne ist ein Händler. Den Händler werden wir uns holen. Heidi ho, Händler. Hallo. Von dem bist du einfach damit vorbeigekommen. Wie bist du an dem Planeten vorbeigekommen, frage ich mich. Zeig mir deine Bar. So, was hat er denn Tolles? Nichts, was wir mehr brauchen könnten. Oh hey, ich habe was Tolles für dich. Guck mal, das kriegst du, das kriegst du. Das kriegst du, das kriegst du, das, das. Und weil ich noch so netter Kerl bin, lege ich noch einen Fisch oben drauf oder nicht? Dann lege ich eine Wasserflasche drauf. Guck mal hier. Ich glaube, du nicht so durstig, bis du meinen ganzen Scheiß schleppen musst. Bin ich nicht ein netter Kerl. Hey, los, lauf! Hab ich das schon, mein Freund. Das ist jetzt eh so ein bisschen. Was haben denn hier? Noch Wölfe? Ja, nur Wölfe, schade. Ist auch noch ein Wolf da? Ist auch noch ein Wolf. Die haben was getötet. Das sind ja alles Wölfe hier, lol. Die haben richtig krass viele Wölfe hier auf der Insel. Das ist was Großes wieder. Ein Zyklop, alles klar. Oha. Was war das denn? Erledigt. Willst du mal hüpfen vielleicht? Ne, anscheinend nicht. Okay. Take this bitch. Alles meins hier. Ja, so ein Feuer. Hier sind noch Pilze. Nehmen die Pilze auch noch mit. Und die auch noch. Ist die noch? Okay, da liegt einfach oben so ein Typ auf seiner Behausung rum. Klingt so, ich chill einfach mal oder was. Ein paar Pilze. Ein kleiner Knüppel, okay. Ich weiß, was das da ist. Okay. Das sind noch Wölfe. Was haben wir da? Das klingt interessant. Aber ich speichere nochmal schnell. Man kann ja nie wissen, ne? Ihr wisst ja Bescheid. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Was bist du? Banditen, ne? Ach, Banditen, die von einer... von einem Wasserweib angegriffen werden, lol. Zack. Scheiße. Erledigt. Ach gut, dann werden die einfach von einem Wasserweib angegriffen. Das klingt total bescheuert, das Wasserweib, muss man ganz ehrlich mal sagen, aber egal. So, wo sind wir denn? Wir sind hier. Oh, wir haben sogar einen Wegweiser gefunden, lol. Dann gucken wir uns das doch mal hier als nächstes an, würde ich sagen. Erkundigen wir jetzt ein bisschen Ark Skellington. Hier, was immer das war auf der Insel, habe ich schon wieder vergessen, haben wir auch schon erkundigt. Nächstes Mal einfach hier das Boot nehmen, dann dahin, dahin fahren, dann die abklappern und dann haben wir die Ecke fast fertig. Hey, hier gibt es echt viel zu erkunden. Mir fällt auf, ich habe einen Timer ganz schön, aber egal, passt schon. Ich habe jetzt mein Audio City am Laufen, da sehe ich das dann immer. Sollte vielleicht mal hier hochlaufen. Wenn ich hier hochkomme, hoffentlich. Ein bisschen hüpfen und so, dann geht das schon. Hat man bei Skyrim und so gelernt. Okay, bis mein Pferd da ist, kann ich auch irgendwie hochlaufen selber. Das ist echt.
Das wird dann echt hier kein Problem sein. Schöne Gegend hier auf jeden Fall. Was haben wir hier? Wegweiser vielleicht? Nö. Aber hier ist eine Höhle. Das wäre schon was zum Looten. Hier, wir haben ein Schema gefunden. Nice. Einfach so random gefunden, weißt du. Einfach weil der Deckerzwang so groß ist. Sind jetzt diese mehrere Dinge oder was? Schauen wir uns einfach nochmal um. Ich würde hier jetzt auch nochmal irgendwie einen Eingang oder so. Oder? Scheinbar nicht, doch nicht, okay. Was wohl das einzige, wo man rein kann. Sieht zumindest gerade so ein bisschen danach aus. Das klingt nach Krabben. Hier kann man rein. Hallo? Hier ist nix. Da war ich hier schon, als ich reingegangen bin. Was habe ich jetzt gedrückt? Wie bin ich da jetzt hingekommen? Ich habe eigentlich nur auf M gedrückt, aber okay, gut. Ne, da kann man rein, da kann man rein. Okay, hier auf jeden Fall noch was. Jetzt können wir mal erkunden. Und hier, da können wir irgendwie runtergehen. Dann können wir uns das auch noch hier angucken. Erstmal will ich wissen, ob das hier Krabben sind und die, ob die mir flasht. Das sind Krabben. Nice. Die sollten mir doch ein bisschen Gift geben vielleicht, oder? What the fuck ist das denn, Alter? Wie viele seid ihr denn? Oh, ich bin vergiftet, okay. Das gibt ja ganz gut, muss man sagen. Ich muss mit meiner Regeneration dagegen halten. Das würde mal klappen, wenn ich mal regenerieren würde. Danke. Schon wieder vergiftet. Oh oh, oh oh, oh oh. Schnell, schnell, ui. Bitte halt, ich halte noch dagegen. Okay, ist für die weiter Gift, lol. Ich will hier weiterleben. Yes. Bin auch schon mal down. Nice. Bin jetzt voll vergiftet, aber egal. Hast du auch erledigt. Nice. Habe ich ein kleines Kreuz untergehen bekommen? Ich hoffe doch mal. Uiuiuiui. So, lalala. Machen wir nochmal. Sieht ganz aus. Dann könnten wir jetzt eigentlich Alchemie betreiben. Schauen wir doch direkt mal. So. Okay, den kleinen Helfer können wir machen. Zack. Ja, schon mal erledigt. Das brauchen wir alles noch nicht wieder. Boah, wie viele Bomben wir hier hatten. So, vielleicht können wir noch irgendwas machen. Ja, komm schon, gib mir noch irgendwas. Sieht aber nicht so aus. Schade. Nee. Da fehlt mir. Okay, da fehlt mir das. Da fehlt mir das. Okay, fehlt mir einfach die Rezepte noch, leider. Und hier, ja, fehlt mir das alles. Okay, alles klar. Wir machen mal eben eine kleine Rastpause, würde ich sagen. Die Viecher sind aber nicht mehr da. Aber bestellt auch nicht mein Dings, bestellt er kein Gift bekommen. Ja, tritt nach mir fern. Danke. Was bist du für ein undankbares Vieh, ey. Ehrlich. Ist ja krass. Geil. Wie sah das denn aus? Nimm mal bitte. Ich will das nochmal sehen. Was will ich jetzt nochmal machen? Achtung, Leute. Nochmal. Schade, jetzt geht's nicht mehr. Wie scheint, aber. Hallo?
Ich würde gerne absteigen, aber mir geht das nicht. Hi. Hey. Hat doch mal das Fältchen. Oh. Hier, fang doch mal Bällchen. Tut das etwa weh? Ha? Tut das weh? Zack. Erledigt. Haben die Leuten sogar noch geholfen hier. Ach ja. Irgendwie, wir haben Hunde gerettet. Geil. Ich nicht. Oh, okay. Sein Papa ist vielleicht auch ein Hexer geworden. Ich bin schon wieder überlastet. Gibt's doch nicht. Bei die räumen nicht mal die Leichen weg, das sind Kinder, aber räumen nicht die Leichen weg oder so. Ist vielleicht ein Händler. Ja, hinter mir ist ein Händler sogar. Gerald von Riva, unser Held. Ja, ja, bitteschön, dankeschön. Darf ich dein Schwert halten? Du darfst mich gerne mal einen belassen. Nee, das nicht. Das sind unnormale Angebote, die macht ein Hexer natürlich nicht. Im Spiel hatten wir noch bisher noch kein Sex und so weiter. Und mir ist gerade aufgefallen, dass das ein Kind war, das das gefragt hat. Ups. Guck mal, die hat sich direkt hier einfach mal so einen Laden geschnappt. Krass. Willst du was kaufen? Ich will wer verkaufen. Zeig mir deine Ware. Aber anscheinend waren wir schon mit dem Menschen mit dem gequatscht. Interessanterweise. Was haben wir denn hier? So kann er sich schon mal nicht leisten, der Typ. Erstmal hier den ganzen Scheiß, den günstigen Scheiß weghauen, der viel wiegt. Also ein Sattel kostet auch nicht viel. Oder da war nicht viel Platz rausholen können. Schade. Man hat aber auch nichts irgendwie, was ich kaufen könnte, weil ich sagen könnte, hey, oh, ich könnte dann wieder was Neues verkaufen. Weil das, den ganzen Scheiß brauche ich einfach nicht. Ich weiß nicht wofür. Vier, 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 sechs, acht, oder so eins, nee. Verkaufen wir die Puppen. Warte, war das irgendwie ein, nee, kein Questgegenstand, gut. So. Wiedersehen. Haben wir den schon mal ausgenommen? Haben wir den schon wieder ausgenommen, nice. Da können wir jetzt wieder ein bisschen laufen. Au, alles klar. So, hier vorne war da auch noch ein Händler, wie wir nicht gesehen haben, hier da vorne läuft er doch. Händler, warte! Und was machen wir als nächstes? Könnten wir das hier? Ich glaube, wir gehen als nächstes dann hier hin. Vor allem, die haben irgendwie alle hier keine Wegweiser oder so. Kommt zumindest ein bisschen vor. Ja, komm ich doch mal. Red auch mit mir. Willst du was kaufen? Nö, ich verkaufe nur. Zeig mir deine. Achso, ist irgendwas Cooles. Aber nö, du hast auch genau denselben Scheiß wie den ganzen Kollegen. Deswegen sage ich, nö, ich verkaufe dir nichts ab. So. Das ist zu teuer für den, das ist auch zu teuer für den. Ach man, halt immer diese Lappen, die kein Geld haben. 200, ey. Mann. Auch nur sonst nichts Gutes dabei, ne? Ne. Oh Mann, ey. Na gut, dann verkaufen wir einfach so ein bisschen hier mit dem Gescheiß noch. Ich muss an sein Geld kommen. Okay. Anscheinend hat der Typ auch kein Geld mehr, ey. Einfach locker easy ausgenommen. Wiedersehen. Wir brauchen echt mehr Händler hier für die Gegend, in der Insel und vor allem Händler mit mehr Geld. Ganz, ganz wichtig für mich. Ja, das ist ein Quest. Da laufen wir, reiten wir hin. Quest, da bin ich dabei.
Hallo, hallo, hallo. Bist du? Hilfe! Hilf meinem Papa, bitte hilf ihm! Was ist denn mit deinem Vater? Er hat Holz geschlagen und ein Bär hat ihn angegriffen. Zeig mir, wo es passiert ist. Da drüben, hinter den Bäumen. Kommt mir irgendwie bekannt, irgendwie ein bisschen merkwürdig vor. Vor allem, der Junge hat es auch so richtig schön eilig, ne? So lange muss man also warten, bis jemand auftaucht. Los, Leute, an die Arbeit! Schnappt ihn! Zack. Na, der kleine Junge ist plötzlich natürlich weg. Nee, nee, nee. Versuchen die ernsthaft schon die eigenen Leute zu überfallen, ey, lol. Aber nicht mit einem Hexer. Dieser kleine Junge hatte richtig, richtiger Dreckskill. Ich hätte gerne nie, dass er mal in diesem Wegweiser oder so. Ich bin auch ein Held. Ich bin Superman. Aber ne, Batman ist cooler. Hier nirgends was ist. Lol. Ist das so dicke Verstecke hier und da ist einfach nix. Wir haben wenigstens eine Wegmarkierung. Hallo? Hallo, lebt hier jemand? Ich müsste an den Dorf, wo die ganzen Nebeldinge drin waren. Das sind ein paar Sirenen. Als ob hier echt nichts ist. Lol, okay. Ups. Will ich hier runter? Ja, ich gehe dann hier runter und dann mache ich das noch eben. Hey. Boah, der Weg hier zu reiten ist echt katastrophal. Vor allem staut sich das halt vor jedem Zentimeter. Lauf, Plätze! Lol. Was ist mit diesem fucking Pferd los? Ich kann nirgends so hinsprinten oder so. Lololol. Hat keiner gesehen. Was macht die einzelne Ziege da unten? Da hinten. Da unten, sag ich schon. Reite doch einfach, du blöder Gaul. Ach, ein Ort der Macht. Magie, ein Ort der Macht. Zack. Was ein Fertigkeitspunkt erhalten. Cool. Oh, das war knapp vielleicht oder nicht. Ich weiß es noch nicht. So, gut. Das haben wir jetzt hier alles soweit abgeklappert. Können natürlich jetzt auf den Berg und dann hier hinten weiter reiten, aber das will ich nicht. Vor allem, ich wollte auch noch ein bisschen Questchen machen, deswegen reiten wir einfach mal wieder zurück. Dann suchen wir jetzt mal noch ein schönes Quest aus. Und wir können eigentlich das noch machen. Könnten wir das auch machen, was wir das hier, würde ich sagen. So, reiten wir jetzt mal zurück. Auf diesem Drecksweg. Schneller. Nehmen wir uns mein Pferd scheinbar unsterblich. Cool. So, Plätze, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf dich. Jetzt gehe ich einfach die Schnurreise machen. So, denn ich weiß nämlich nicht, wo wir hin müssen. Da hinten hin. Auf diese Insel müssen wir, okay. Da sind auch Händler. Geil. Geilo. Hat schon gelohnt. Hey, hier, meine Freunde. Ich bin der 4 Euro Bau. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Geld, dass ich euch alles abnehmen kann. Ja. Hier ist irgendwie kein Schmied. Dann machen wir einfach mal.
meditieren. Bis 8 Uhr einfach mal. Zuck. So, ich hoffe mal. Na, sieht gut aus. Hallo Schmied. Was bringt dich her? Money, money makes me funny. Ich würde mir gerne mal deine Waren ansehen. Okay. Interessant, interessant. Schemel hat er aber nicht oder so, ne? Leider nicht. Sonst Cooles hat er aber auch nicht. Aber er hat Geld. Ey, Leute, er hat Geld. Kann ich endlich mal meinen Scheiß hier verkaufen? Geil. Du. Ich kann endlich wieder leichter werden. Ich nehme ab. Schnellste Date ever. So, noch was zu verkaufen? Erstmal nicht. Es wird gegeben. Hier kann man nichts von geben. Da kann man auch was von geben. Und hier will er wahrscheinlich die meisten Scheiß nicht haben. Alles gut, wieso ist jetzt, kann man wenigstens mal die Sterne besser sehen. Obwohl doch, könnte man Sachen reparieren. Fällt mir so ein. Ja, Schwert war schon gut abgenutzt wieder mal. So hat er noch so ein bisschen Geld, aber wir können mal überhaupt uns um ja, das abzuknöpfen da über. Leb wohl. Passt das schon? Mein Papa ist weg und kämpft gegen die Schwarzen. Ist ja schön für deinen Papa. So, rüsten wir uns mal bis aus und dann gehen wir zu diesem Uderik, der heißt. Würde ich sagen, wir sind jetzt so gut. Er liebt dich nicht. Was sind so viele Händler? Wee. Ich mach doch nie Ärger. Ach, verdammte Axt. Du siehst nicht aus, als könnte man mit dir feilschen. Oh. Zeig, was du hast, dann sehen wir weiter. Er hat Bücher, die können wir mal nehmen. Das haben wir schon. Ansonsten könnte ich nur was zu essen, glaube ich, verkaufen. Ja, genau, ich kann ihm ein Essen geben. Weil ich so viel habe. Kann ich viel Geld hier haben, lol. Richtig rich sind die hier. Stimmt, das wollte ich verkaufen. So. Nägel Baltisch. Bärenfell ist das eigentlich. Ich könnte den ganzen Scheiß auch verkaufen, glaube ich. Egal, warten jetzt trotzdem erstmal so. So, haben noch ein bisschen Geld gemacht. Nice. Bis dann. Dann Inventar bitte. Dann lesen wir noch mal eben schnell. Einmal und. Zweimal. So. Ach ja. Dann gehen wir jetzt mal zu dem Typen. Beziehungsweise wir gehen auch erstmal in die Taverne. Vielleicht hat der ja was Cooles. Gesundheit. Hey, Fremder. Etwas Abwechslung gefällig? Ein Getränk? Welche Art von Abwechslung meinst du? Wie? Na, Bier, Met und Schnäpse? Was erwartest du in einer Taverne? Seilspringen? Nutten. Ich weiß nicht, wo du herkommst, aber es muss weit weg sein. Der Brockwar-Clan. Kannst du mir was darüber erzählen? Wir Brockwars sind die Meister der See. Geboren, um im Wasser zu sein. Ich dachte, jeder in Skellige wäre auf dem Wasser.
Das glauben die anderen auch, aber tatsächlich hocken sie nur in Pelze gehüllt auf den Langschiffen. Manchmal kriegen sie ein bisschen Gischt ab. Mehr Kontakt mit der See haben sie nicht. Unsere Jungs, die tauchen in die Tiefe, sobald sie laufen können. Aha, interessant. Gut. Zeig mal, was du auf Lager hast. Kartenhütte. Gut. Boah, wie Kirschlikör die haben. Ich hätte einfach nur hingehen müssen. Und vor allem, guck mal, was für Preise die haben. Einfach voll die niedrigen Preise dafür auch. Ich weiß, für den Redanschen habe ich irgendwie 200 oder so bezahlt. Krass. Hätte ich ja voll das Geld sparen können. Aber egal. Wir haben auch schon wieder fast 25.000. Daher passt das eigentlich schon. Also wenn man so ein ganzes... Die ganzen Ausgaben, die wir jetzt gemacht haben in letzter Zeit, haben wir da rein. So gut wie. Ah, wir haben so ein nettes kleines Dörfchen gebaut. Ist natürlich super, dass man hier reingeleitet wird, wenn man nach vorne reingehen soll, wegen Tür und so. Ich werde mich ja fragen, schon, da muss ich mit dem Hähnchen hier reden. Nee, glaube ich nicht. Ich dachte mir gerade, dass es schon beim Mädchen auf diese Rückseite geführt. Mann, können wir rein. Dann speichern wir mal und dann klauen wir einfach ein bisschen. Würdest sagen, oder? Was ist mit dir? Ein bisschen klauen kann ja nicht schaden, ne? Wir sind gleich fertig. Da tauchte eine riesige Seeschlange auf und biss mir meinen Arm ab. Die Götter haben gesprochen. Sie wollen ein Opfer. In meinen Augen solltest du dich eher der Schlange stellen, Jarl. Nein, sie verlangen ein Opfer. Die Zeit ist gekommen, ich weiß es. Wir brauchen ein deutlicheres Zeichen. Wir warten bis zu deinem nächsten Traum. Ich brauche nicht noch mehr Zeichen. Ich suche Ceres. Sie soll hier gewesen sein. Ankrets Tochter? Ja, sie war hier. Wo ist sie jetzt? Was? Ceres. Wo ist Ceres? Weiß nicht. Keine Ahnung. Schluss mit den Fragen. Sehr verdächtig. Sehr, sehr verdächtig. Ich suche Ceres. Weißt du, wo sie sein könnte? Ich hoffe, dass sie ins Dorf gegangen ist. Sie hat uns lange nicht mehr besucht und wollte mit unseren Leuten sprechen, aber... Aber? Ich befürchte, dass sie zu dem alten Familiensitz von Jarl Udalric gegangen ist. Ich wollte es ihr ausreden. Der Brokwa-Clan will etwas vor Ankret verstecken? Nein, darum geht es nicht. Die Leute sagen, das Haus sei verflucht. Toll. Ich liebe Geisterhäuser. Warum ist Ceres dorthin gegangen? Sie hatte vorher ein langes Gespräch mit dem Jarl. Sie wollte ihm wohl helfen. Wobei? Verzeih, ich muss zu ihm gehen. Ein vielversprechender Anfang. Erinnerst du dich noch an den Sturm in der Holzbahn? Oh Mann, als wäre es gestern. Paula, was ist denn los hier? Viel über Bord. Fast ertrunken. Udalric ist in die Wellen gesprungen und hat ihn gerettet. Was ist denn mit dem Jahr hier los? Er sagte ihre Stimme. Verschlossen, okay. Ich muss sogar hier rüber rausgehen, lol. Okay, interessant. So, das Mikrofon wieder richtig setzen. Dann gehen wir mal hier hin. Lalalala. Hui. Ich weiß, auf den Dächern nicht laufen können. Ceres war hier, habe ich gehört. Ja, es ist eine Ehre, die Tochter Ankrets zu beherbergen. Eine Ehre, so. Und da oben ist es doch schon. Was ist denn denn hier für ein kleines Sitzchen? Das gucke ich mir noch neben schnell an. Ne, komm nicht rein, aber wahrscheinlich komme ich später nochmal hier rein. Würde ich jetzt so vermuten, wenn es direkt zu dem ansteht und sonst keine Bedeutung hat. Deko wird es wohl nicht so nur sein. Diese Monster sind ja schon mal keine.
Frische Fußspuren. Vielleicht von zwei stimmt was ganz und gar nicht. Was war das? Was war das? Leute? So, ja, das ist schon ein bisschen creepy. Was haben wir hier? Hier können wir was looten. Silber, so dieses nice. Guck mal, hier kann man runter. Verschlossen, brauchen Schlüssel, okay. Da ist schon mal ein Schlüssel, nice. Ja, wir konnten trotzdem mal das Zimmer hier, würde ich sagen. Alter, was ist das? Servus. Sie ist tot? Ohnmächtig. Ich muss sie hier rausbringen. Ach, ich dachte schon, ey. Sie wird tot. Was ist passiert? Wo bin ich? Oh, mein Kopf. Der tut so weh. Hast einen Schlag auf den Kopf bekommen. Geralt, warum bist du hier? Ich suche dich. Dein Vater macht sich Sorgen. Ich bring dich nach Hause. Ich gehe erst, wenn ich Udalric geholfen habe. Das Schwert. Wo ist das Schwert? Ich muss zurück. Du gehst nirgendwo hin. Ich hab dich gerade erst halbtot hier rausgeholt. Ich muss... Du musst mir erzählen, was passiert ist. Warum bist du da reingegangen? Ich wollte Udalric helfen. Klar, er hat sich etwas merkwürdig benommen, aber ich weiß nicht, wie ihm dein Spaziergang durch ein Geisterhaus geholfen hätte. Hätte es, hätte ich das Schwert gefunden. Welches Schwert? Was hat es mit dem Schwert auf sich? Das ist Brokvar, das Ahnenschwert von Udalrics Clan. Ich brauchte es, um den Fluch von Udalric zu nehmen. Welchen Fluch? Lange Geschichte. Vor vielen Jahren haben sich Udalric und sein jüngerer Bruder um das Schwert gestritten. Nach der Tradition gehört das Clanschwert dem erstgeborenen Sohn, Udalric. Aber sein Vater hat es seinem jüngeren Bruder Aki vermacht. Oh, eine schwere Beleidigung in dieser Gegend. Schwer genug für Udalric, um ein heiliges Gesetz der Skelligen zu brechen. Er hat die Entscheidung des Vaters öffentlich hinterfragt. Das konnte der alte Jarl wohl nicht durchgehen lassen. Sie haben Udalric an einen Pfahl gebunden und bis zur Hüfte im Meer versenkt. 3 Tage lang. Und danach sind Aki und er fischen gefahren. Ihr Vater dachte wohl, dass harte Arbeit auf See die beiden wieder zusammenschweißt. Seefahrten sind für uns wie eine Kur. Leider hat die Kur dieses Mal nicht geholfen. Ein Sturm brach los und Aki ging über Bord. Udalric hatte mit den Segeln zu tun und seinen Bruder erst gehört, als es zu spät war. Hörte ihn nicht oder wollte ihn nicht hören? Manche Insulaner hatten dieselben Zweifel, aber niemand hat sie ausgesprochen. So, okay. Was glaubst du? Hat Udalric Aki getötet? Ich will keine voreiligen Schlüsse ziehen. Aber eines weiß ich. Was auch immer an jenem Tag auf dem Meer passiert ist, beeinflusst Udalric noch heute. Und es könnte etwas mit dem Schwert zu tun haben. Was willst du mit dem Schwert machen? Ich glaube, Akis Geist will es zurückhaben. Der Geist des Bruders? Seit ich denken kann, hat das Inselvolk in Udalric immer den Auserwählten gesehen. Zu dem die Götter sprechen. Das habe ich auch mal geglaubt, aber jetzt, angesichts bestimmter Umstände, er ist einfach besessen. Und es ist sein jüngerer Bruder, der ihn heimsucht. Okay. Gewagte Theorie. Wie bist du darauf kommt, der Gedanke daran ein Gesetz? Mir egal. Ich glaube nicht an Gespräche mit Göttern. Hast du ihn mal gesehen? Er ist mit Narben übersät. Ich dachte, die hätte er sich in Schlachten verdient. Wenn du den Zwist mit sich selbst als Schlacht bezeichnest. Ich habe ihn gefragt. Er sagte, die Stimmen befehlen ihm, sich selbst zu verletzen. Zum Ruhm der Götter. Das glaube ich nicht. Das sind nicht die Götter. Das ist Aki. Oder er ist einfach nur psychisch gestört. Das gibt's ja auch. Du meinst, Aki rächt sich, weil Udalric ihn hat sterben lassen? Ich habe mit Hjort gesprochen. Der schwört, dass Udalric erst seit Akis Tod Stimmen hört. Und ich glaube nicht, dass Hjort falsch liegt, denn er kennt die beiden von klein auf. Vielleicht lässt Aki von Udalric ab, wenn wir ihm Brokvar geben. Keine schlechte Idee. Vorausgesetzt, wir haben es mit einem Geist zu tun.
Aber irgendetwas stimmt da nicht. Was denn? Aki ist auf See ertrunken, sagtest du. Aber es spukt hier in diesem Haus. Aki und Udalric haben hier beide gelebt. Vielleicht deswegen. Danke für deine Hilfe, Geralt. Aber ich muss das Schwert holen. Kommt nicht in Frage. Ich hole es. Wirklich? Danke. Dann kann ich zu Udalric gehen. Nein, tu das. Du bist zu schwach. Vielleicht kippst du unterwegs wieder um. Warte hier. Wir gehen zusammen. Oder so. Ach so, jetzt läuft sie jetzt kreis oder was? Ah ne, da ist zufälligerweise eine Sitzbank und sie setzt sich natürlich darauf. Gut, gucken wir, was hier noch war. Nur eine Servierplatte, okay. Dann gehen wir jetzt mal hier runter. Dann werden wir jetzt einen Schlüssel leer bekommen. Ist mal von runter, geil. Ist da nicht normal, was ist denn hier los? Oh, ein bisschen Licht hier an. Zack. Zack. Okay. Was war denn das? Was bist du? Okay. Wie komm ich denn hier raus? Hier ist eine Leiter. Im Inventar, das steht da jetzt eigentlich im Inventar drin. Okay, nur da. Schade. Das ist auch super viel wert, wow. Hast du das Schwert gefunden? Ja, ich hab's. Gehen wir. Also, nach dir. Gut, danke. Mein Vater, ihr wart mal Freunde, nicht? Ich hoffe, wir sind es noch. Aber, also, ich habe gehört, dass ihr euch zerstritten habt wegen irgendwas oder irgendwem. Meinst du die Geschichte mit Yennefer? Das ist schon lange her. Es war, bevor dein Vater deine Mutter getroffen hat. Aber du und Yennefer kanntet euch schon. Tja, mit Yen waren die Dinge nie in trockenen Tüchern. Was ist an ihr? Was zieht dich zu ihr hin? Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich mich einfach nie für Bequemlichkeit und Ruhe entschieden. Er ist männlich. Im Gegensatz zu meinem nichtsnutzigen Sven. Erstmal schön gehen, oder was? Wo ist Yennefer? Ich weiß nicht. Warum fragst du? Ich taune nur, dass sie dich alleine hat herkommen lassen. Wie meinst du das, lassen? Nichts. Gar nichts. Ich hatte nur den Eindruck, dass sie dich nicht gern aus den Augen lässt. So, so. Da sind sie. Schrecklich hell hier draußen. Schmerz in den Augen. Die frische Luft wird dir gut tun. Die Götter werden nicht erfreut sein. Ja, unsere Gäste, weißt du noch? Was ist mit deiner Hand passiert? Ich habe sie den Göttern geopfert. Vergib ihm, Jarl. Geralt muss noch mehr über unsere Bräuche lernen. Wir auf den Skelligen stehen den Göttern nahe. Und je näher man sich ist, desto größere Opfer bringt man. Das größte und reinste Opfer, das man bringen kann, ist das Erdulden von Schmerz und Leid. Die Götter zu hören, ist ein Geschenk, kein Opfer. Was auch immer. Diese Stimmen, die du hörst. Die Götter, ihre Stimmen. Das sind keine Götter. Hüte deine Zunge, Fremder. Du bist auf den Skelligen unserem Land und wir verehren die Götter. Wenn du nicht Ankreids Gast wärst. Ja, der Hexer meinte es sicher nicht böse. Hören wir an, was er zu sagen hat. Es ist wahrscheinlicher, dass es hier um deinen toten Bruder geht. Ich habe Geralt von Aki erzählt,
Wir glauben, dass... Dass die Götter dir wegen deines Bruders zürnen. Du musst dich entschuldigen. Und zwar bei Aki. Ich wollte nicht. Aki ist ins Wasser gefallen. Die Götter werden wütend sein. Wütend, dass du mit deinem Bruder Frieden schließen willst? Sind die Götter der Skelligen so grausam? Sie sind gerecht. Die Gerechtigkeit verlangt, dass man den Toten gibt, was ihnen gehört. Was soll ich denn tun? Was ist denn da jetzt ein Wumpsel zum Baby? Weißt du noch, wo Aki ins Wasser gefallen ist? Am Ostende der Insel, vor der Bucht. Die Strömung hatte uns zu Ululas Nadel getrieben. Dort ist es gefährlich. Die tückischen Strudel kosten immer wieder Seeleuten das Leben. Wir müssen hinsegeln. Akis Geist wird nicht ruhen, ehe das Schwert zu ihm zurückgekehrt ist. Nein, 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 nein! Die Götter werden zürnen. Ich spüre es. Keine Angst, Jarl. Die Götter lieben dich und haben Aki geliebt. Bestimmt wünschen sie dies. Vielleicht kann ich hinsegeln. Das Schwert muss zurückgebracht werden. Aber wer das tut, ist nicht entscheidend. Wonach soll ich suchen? Trug Aki etwas, woran ich ihn erkennen kann? Etwas, das die lange Zeit unter Wasser überstanden haben kann? Ja, den Ring unseres Clans. Das müsste reichen. Ich breche auf. Okay, jetzt doch mal so regeln. Dann gehen wir doch mal segeln. Klingt mal anständig, Rüdi. Es ist ein ruhiges Dorf. Na gut, ein Angler. Ohne Angel? Ohne Angel. Und so finde ich, dass er nach da hinten gezeigt hat. Na, wir müssen dann wieder anfahren. Oh, so ein Trunkener, cool. Hä? Ich darf dann von nicht lang, okay, cool. Ist einfach verboten. Ich muss hier schwimmen, weißt du? Ich muss hier gottverdammt nochmal schwimmen. Kannst du mich gleich verzaubern? Danke. Mann, was hast du denn da für einen Kampf hier? So, so ein Schatz hier. Questgegenstand, okay. Du hast markiert den... Der Komma... nicht die Tor... Der Krummermast. Das ist der Krummermast. Bam! Bitch. Der krumme Mast. Mit der ich jetzt hier den hier mit? Scheint aber wirklich so, weil. Drecksvieh. Wie so zu spawnen, das ist echt unglaublich. Ich kann ja auch gar nichts machen, ich kann nicht schießen, ich kann gar nichts. Zack, ist mit darüber ab. Schatzsuche. Was soll das? Das ist die, die wir gerade gefunden hatten? Das ist die scheinbar. Okay, gut. Ich weiß
nicht, welchen krummen Mast der meint hier, aber egal. Hier muss es sein. Ach, hier ist es direkt doppelt. Gemappelt oder was? Da hat schon mal Sirenen, das finde ich natürlich super. Erstmal auftauchen wieder. Doch eine Nummer auf dem Viecher, na klasse. So, da haben wir was zu entdecken. Steht jetzt nur nicht. Krummer Mast, hier ist kein krummer Mast. Ist nur ein Skelett. Überreste. Erstmal wieder auftauchen, würde ich sagen. Ich frag mich, ob das was gebracht hat. Zeit, zu Udalrik zu gehen. Warte, erstmal gucken wir noch mit mir schnell. Dann hier, da ist der Schatz, da. Sehe ich dir auch die Kiste. Ich habe sie gefunden. Zack, komm. Nice, da ist er. Gut, so, dann gehen wir jetzt mal wieder Nebenquests. Dann kehre zu Reik zurück. Das machen wir direkt mal. Ich weiß nicht, wie lang. Finden wir vielleicht hier noch einen Weg eben schnell was? So, ne, schade, ne, oder nicht? Ich hätte nicht ein Segeln brauchen, ne. Aber ich bin ja schon die ganze Zeit krass am Level. Also, wenn ich jetzt nur einen Hauptquest machen würde, wäre ich ja maßlos unterlevelt, glaube ich. Das ist schon krass. Ein Schneehase. Stirbhase. Man kann die echt nicht looten. Lol. Sie werden zwar als Loot angezeigt, aber man kann sie nicht looten. Mit dir Ziege kann ich dich looten, eine Ziege kann ich wenigstens looten. Hallo. Ich möchte jetzt einfach hier die Ziegen töte. Jetzt probiere ich einfach mal. Schauen, was passiert. Okay. Wir dienen ihr, der Jungfrau Mutter. Pass auf, wen du beleidigst. Ich glaube, der Kollege hat ein Problem. Wie der geschrien hat. Der Junge an Kret ist ein toller. Wieso? Warum hast. Was ist los? Udalrik, die Stimmen haben ihm befohlen, sich das Auge rauszureißen. Was? Warum hast du das gemacht? Es war der Wille der Götter. Ein Opfer für Aki. Okay. Was genau wollten die Götter? Erinnerst du dich? Was haben sie dir gesagt? Sie waren zornig. Eine Stimme sagte, du elender Wicht hast Aki nicht geholfen und jetzt segelst du nicht zu ihm und bittest um Vergebung. Reiß dir das Auge raus, leide und büße für das, was du angerichtet hast. Okay. Wann haben die Götter zu dir gesprochen? Gleich nachdem ich weg war? Kurz danach. Ich wurde müde und legte mich hin. Da offenbarten sie mir ihren Willen. Schläfst du immer, wenn sie mit dir reden? Immer. Und was siehst du dann? Rufen sie dich an einen bestimmten Ort? Zu meinem alten Zuhause. Sie befehlen mir, Fackeln zu entzünden und sprechen aus den Schatten.
Haben die Götter dir schon mal ihre Form gezeigt? Oder sind sie immer nur Schatten? Einmal nahm ich im Traum allen Mut zusammen und ließ die Fackel heller brennen. Da saß eine verschwommene Gestalt in den Schatten. Okay. Verlangen die Götter immer, dass du ihnen dein Leid anbietest? Allein das gefällt ihnen. Und sie verlangen ständig mehr. Du sagst, die Götter sprechen aus den Schatten. Erlaubst du darum hier drinnen kein Licht? In den Träumen sehe ich manchmal ihre Form, wenn die Fackeln hell brennen. Es ist eine große Ehre, die Götter zu sehen. Würdest du sie vielleicht mit mehr Licht auch sehen, wenn du wach bist? Einfache Menschen sind nicht würdig, in ihr Antlitz zu schauen. Ich habe das Schwert hingebracht, doch nichts hat sich geändert. Es ist nicht der Geist seines Bruders, der ihn plagt. Was ist mit ihm los? Können wir unter vier Augen reden? Im Gästezimmer. Komm. Es ist doch ein Monster, deswegen waren dann halt diese Finger gerade so komisch animiert. Das war einfach ein Fehler vom Spiel. Und? Weißt du, was es ist? Ein Him. Eine Postkonjunktionskreatur. Sehr selten. Sehr gefährlich. Hängt sich an Menschen, die üble Taten begehen. Sie nährt sich von ihrem schlechten Gewissen und verstärkt es. Am Ende zwingt sie das Opfer zur Selbstverstümmelung. Klingt unschön. Kann man sie loswerden? Es gibt zwei Methoden, theoretisch. Im Hexerbestiarium heißt es, dass man eine Nacht im Lager des Hims verbringen muss. Mit dem Betroffenen. Also im Geisterhaus? Gemütlich dürfte das zwar nicht werden, aber ich wette, du hast schon schlechter geschlafen. Ums Schlafen geht es nicht. Man muss den Him heraustreiben. Er muss aus den Schatten kommen und sich zeigen. Sonst kann man ihm nichts anhaben. So ganz ohne ist die Kreatur wohl nicht. Du hast Udalric ja gesehen. Der Kampf wird nicht einfach. Und die andere Methode? Angeblich kann man einen Him überlisten. Man muss so tun, als hätte man etwas Furchtbares vor. Dann springt er auf einen über. Wenn er merkt, dass er betrogen wurde, muss er gehen. Toll. Versuchen wir es. Ich kenne niemanden, dem das gelungen ist. Vielleicht waren die Täuschungsmanöver nicht gut genug. Ich weiß, du hast Zweifel. Aber wir sollten wenigstens versuchen, den Him zu täuschen. Vielleicht ist das nicht so einfach, wie es scheint. Perfekt sind beide Methoden nicht. Wie meinst du das? Udalric überlebt eine Nacht im Lager des Hims vielleicht nicht. Du meinst, der Him versucht, Udalric zu töten? Nein, dann wäre er ja seinem Wirt los. Es ist möglich, dass es Udalric einfach nicht übersteht. Er ist schwach. Das Haus weckt schmerzliche Erinnerungen. Für den Him ist das eine Gelegenheit. Je mehr Schmerz der Him seinem Wirt bereitet, desto stärker wird er. Und umso gefährlicher wird er für dich. Und was ist mit der anderen Methode? Der Him ist ein Dämon und die sind bekanntermaßen schwierig zu täuschen. Außerdem darf der Lockvogel nicht wissen, dass er einer ist. Was? Der Him greift Leute mit schlechtem Gewissen an, die überzeugt sind, schlimm gehandelt zu haben. Der Him verstärkt ihre Reue und nährt sich davon. Das heißt, wenn der neue Wirt keine echte Reue empfindet, spürt der Him das. Ah, das heißt, wenn einem von uns was einfällt, kann er dem anderen nichts davon sagen. Genau. Beide Methoden scheinen riskant. Trotzdem bin ich für die List. Ich bin noch nicht überzeugt. Sag bitte nicht, dass du auch solche Dinge mit Yennefer besprechen musst. Wenn uns nichts einfällt, können wir immer noch die Hexermethode probieren. Was ist denn mit Yennefer passiert, frage ich mich gerade so. Was hast du gegen Yennefer? Du hast sie schon mehrfach erwähnt. Nichts. Mir fällt nur auf, dass ihr häufig einer Meinung seid. Du meinst, ich bin ein Pantoffelheld? Das ist nichts Besonderes. Passiert wohl allen Männern. Ob skelliger Raubein, tapferer Ritter oder zäher Hexer, am Ende lassen sich doch alle um einen Frauenfinger wickeln.
Das stimmt wohl allerdings. Oh, du hörst dich, sagen wir mal so. Und um dir zu widersprechen, muss ich jetzt machen, was du sagst? Solange ich nicht Yennefer heiße, wird dich deshalb niemand als Pantoffelheld bezeichnen. Wenn uns keine gute List einfällt, können wir immer noch deine Methode probieren. Na gut, versuchen wir den Him zu überlisten. Gute Entscheidung. Der einzige Ort, an dem sowas funktionieren kann, ist das Geisterhaus. Das Lager des Hims. Also, nach dir. Ihr müsst also bei beiden Methoden ausprobieren. Bei beiden Methoden müssen wir dahin. Irgendwie, warum, frage ich mich. Eine Methode sagt, wir dürfen das nicht machen, weil es zu gefährlich ist, und wir gehen trotzdem hin. Komisch. Sehen wir uns mal um. Hallo. Bei mir nix. Ach, ich muss drüber, okay. Ich muss dann doch da unten hinbleiben. Hier unten bin ich also falsch. Na gut. Was ist das denn jetzt hier? Solide Handwerkskunst. Der Ofensetzer muss vom Festland gewesen sein. Ciri. Was? Nein. Das ist unmöglich. Verdammt. Du willst mich abschrecken. Gut. Du hast also Angst. Interessant. Okay. Was finden wir hier? Eine alte Wiege. Hat sicher Udalric oder Aki gehört. Die waren aber von Nünschi, die Sachen. Geralt! Okay. Was ist? Ist dir was eingefallen? Ja, ich habe einen Plan. Könnte sogar klappen. Geht's etwas genauer? Du musst hier auf mich warten. Wird nicht lange dauern. Sonst nichts. Du hast es selbst gesagt. Du darfst die Details nicht wissen. Du musst mir vertrauen. Na gut, dann vertraue ich ihm mal. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Hoffe ich auch. Und, können wir anfangen? Fangen wir an. Ich bin bereit. Na schön. Ich bin bald zurück. Mach so lange schon mal ein Feuer an. Okay. Einige Stunden später. Ich bin fast zu bald zurück, ja. Einige Stunden. Sie rennen zum alten Haus! Schnappt sie! Nimm ihn! Du musst ihn in den Ofen legen, vertrau mir! In den Ofen legen? Vorsicht, tut dem Kleinen nichts! Gib mir das Kind! In den Ofen! Wirf ihn in den Ofen! Okay. Warum haben wir jetzt ein Baby ins Ofen geworfen? Trotzdem seine Männer getötet. Also ist trotzdem ein bisschen gestorben. Hätten wir ihn ja verkillen können. Warum? Ah, okay. Oh, ich hab schon gedacht. Aki!
Also wir sind trotzdem sonst gestorben. Der Hexer hat nichts getan. Du findest hier weder Reue noch Schuld. Nur Schock und Erleichterung. Du wurdest getäuscht und musst gehen. Nicht schlecht. Ich habe schon gegen das Thema gekämpft, aber gut. Es ist vorbei. Vorbei? Wir haben den Him reingelegt. Er dachte, ich hätte dein Kind getötet und wollte mich besetzen, um sich an meinem Gewissen zu laben. Aber als er sah, dass das Kind wohlauf ist, musste er gehen. Du bist frei, Jarl. Frei? Ich habe für einen Moment gedacht, dass sie jetzt von dem Himmel besessen ist oder so. Verschwinden wir von hier. Was ist los? Mir ist schwindelig. Drehe mich wie in einem Strudel. Geralt, du sagtest, es sei vorbei. Das ist nur die Erschöpfung. Er wird sich erholen. Was mache ich denn jetzt? Der klingt komplett anders. Du wirst dich erholen. Hauptsache, du bemitleidest dich nicht. Mir ist, als wurde mir etwas abgerissen. Kein Wunder. Der Him war ein Parasit. Die Bindung an den Wirt kann sehr stark sein. Darum fühlst du dich jetzt so leer. In ein paar Tagen oder Wochen geht es dir wieder gut. Danke. Glaub ich. Leb wohl. Okay. Ich gehe mit ihm. Er scheint verwirrt. Oh ja. Gute Idee. Und dann? Was hast du vor? Ich bleibe ein paar Tage und schaue, dass es ihm gut geht. Und du? Bleibst du auf Spikarok? Weiß ich noch nicht. Muss drüber nachdenken. Yennefer ist bestimmt schon ungeduldig. Was hat die denn immer? Oh ja. Leb wohl, Hexer. Blauer Himmel und stets Wind im Rücken dir. Dir auch. Alles Gute. Ich glaube, die will was von uns. Kann ich dich kurz sprechen? Es ist traurig, wenn jemand wie Bran stirbt. Alle sagen, dass er ein guter König war. Es wäre auch nicht passend, anders über die Toten zu sprechen. Stimmst du dem denn nicht zu? Bran hat sein Leben auf See verbracht. Während er unterwegs war, haben Fäden die Inseln von innen zerstört. Die Leute waren wütend, dass es keinen Mittler oder Schlichter gab. Aber dann kehrte Bran mit Beute zurück, gab ein Fest, ließ den Met in Strömen fließen und alle liebten ihn wieder. So, so. Okay. Leb wohl. Gut, ich würde dann sagen, wir machen an der Stelle mal einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, meine Freunde. Haut da rein. Ciao, ciao. Yeah.